Wir sind zwei, was man unschwer erkennt. Allein zu nichts nütze, zu zweit eine Band. Wir sind zwei, wir werden das Lumpenpack genannt. Einer spielt Klampfe und der andere tanzt. Wir haben gehört, Konfetti geht. Wir sind wie Siegfried und Roy, nur mit weniger Tigern, wie Modern Talking mit besseren Liedern, wie Hänsel und Gretel, nur ohne Hexe, wie Bader Meinhof, nur ohne Komplexe. Wir sind zwei, was man unschwer kennt, allein zu nichts nütze, zu zweit eine Band. Wir sind zwei und beide jung und agil, der eine hat einen großen Mund, der andere redet zu viel. Ihr lieben Bonner, ich habe euch heute Abend einen jungen Herren mitgebracht, der vor ungefähr 23 Jahren in einem Weidenkörbchen auf einem Fluss trieb. Er wurde von einem Wanderer gefunden und direkt wieder in den Fluss geworfen. Er hat sich das Schwimmen und das Schnitzen selbst beigebracht, aus seinem Weidenkörbchen eine Gitarre gemacht, aus Stuttgart, Maximilian Kelle! Und so habe ich die große Ehre, Ihnen den Mann vorzustellen. Der wäre eher in einem Weidenkörbchen getrieben. Er hätte einfach seine Ohren als Segel gehisst. Und dann wäre er hierher zu euch gesegelt. Meine Damen und Herren, Jonas Meyer! Für die Musketiere einer zu wenig. Für eine One-Man-Show leider einer zu viel. Für Hanni und Nanni ein bisschen zu männlich. Für die Zwillingstürme viel zu stabil. Wir sind zwei, was man unschwer kennt. Allein zu nichts nütze, zu zweit eine Band. Wir sind zwei und beide grinsen debil. Einer hat Talent und der andere hat Stil. Ja. April 2016 und Bartik ist zurück. Nein, das ist wirklich toll. Dieses Grau mit dem anderen Grau. Super. Hast du es selber angezogen? Ja, ich dachte, für Bonn mache ich mich mal schick. Ich habe es tatsächlich selbst angezogen. Beim ersten Versuch richtig rum. Dann muss Mama nur noch rauslegen. Man sagt, wir seien kein guter Einfluss, denn wir sagen böse Worte und wir beide trinken viel zu gerne Bier. Doch wir sind nicht die Wurzel des Bösen. Mathewitz? Nein, wir sind die Wurzel aus vier. Denn wir sind zwei, was man unschwer kennt. Allein zu nichts nütze, zu zweit eine Band. Wir sind zwei, wir werden das Lumpenpack genannt. Einer spielt Klampfe, der andere tanzt. Wir sind zwei, aber ihr seid viel mehr. Die Show geht jetzt los und alle so yeah. Das ist sehr nett. Dankeschön. Ihr seid tatsächlich viel mehr als wir. Das ist schön, weil das ist nicht immer so. Ja, ist bei einer Zwei-Mann-Band sehr, sehr unangenehm, wenn das passiert. Wir haben tatsächlich aber das Gefühl, es liegt daran, dass wir just in diesem ersten Song geflunkert haben. Wir wussten das allerdings ganz lange selber nicht. Bis wir vor kurzem in Karlsruhe aufgetreten sind. War jemand schon mal in Karlsruhe? So als Bonner macht man da Städteurlaub in Karlsruhe. Immer keine Reise wert. Und da kam nach der Show ein sehr, sehr betrunkener Mathematikstudent auf uns zu. Und sagte wortwörtlich: Jungs, das, was ihr singt, das ist mathematisch nicht korrekt. Wenn ihr die Wurzel aus vier seid, dann seid ihr nicht zwei, dann seid ihr plus minus zwei. Und das tatsächlich Schlimme daran war, dass zwischen dem Lied und der Aussage einfach 3 Stunden Konzert von uns lagen, in denen wir uns einen Ast gespielt haben, die Leute zu unterhalten. Und er saß im Publikum und wurde sukzessive betrunkener und dachte einfach, ich muss das denen sagen. Ich darf das auf keinen Fall vergessen. So, dann verließ er den Raum und rief uns zu: Jungs, ich sag das nur, damit ihr nicht in die Verlegenheit kommt, eines Tages dumm zu sterben. Und dann war er weg. Wir haben nie wieder von ihm gehört. Das sind Menschen, vor denen wir Konzerte spielen. Müssen. Ne, wir haben von dem Typen sehr, sehr lange dann nichts mehr gehört. Dann haben wir diesen Witz exakt vor einer Weile im Fernsehen erzählt. Das wurde aufgezeichnet. Wir haben das bei Facebook hochgeladen. Und der Typ hat die Eier, das zu kommentieren. Und schreibt: Jungs, schön, dass ihr was gelernt habt.
aber ich studiere Informatik. Und das macht uns fertig einfach. So, wir kommen damit nicht klar, so, weil wir kommen vom Dorf. Das ist so, wir sind einfach sehr einfach gestrickt. So, vielleicht kurz die Frage, wer von sich behaupten würde, auf dem Dorf groß geworden zu sein? Wir machen Nein. das akustisch, ist glaube ich besser. Also wir machen auf drei Mu, wer auf dem Dorf groß geworden ist. Eins, zwei... Tannenbusch zählt auch. Eins, zwei, drei... Ja, das war mal Hauptstadt Bonn, ne? Die Welt ist ein Dorf. Wer glaubt hier im Raum, vom kleinsten Dorf zu kommen? Wir können ja kurz drüber quatschen. Wie viele Einwohner habt ihr? 1000. 1000. Na, wer kommt runter? 500? Jemand unter 500? Jetzt meldet er sich wieder. 450. 300? 130. Es ist großartig. In Bonn sind immer so super kleine Dörfer dabei. Das letzte Mal, als wir hier aufgetreten sind, hat sich bei dieser Frage eine Dame älteren Alters in der ersten Reihe gemeldet und meinte, hier 12 Einwohner, keine Kinder. Und... Das ist tatsächlich hier in Bonn passiert. Und dann mussten wir erklären, dass sich das dann mit dem Dorf relativ schnell erledigt hat. Und dann haben wir sie gefragt, wie das Ding heißt. Und dann meinte sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, Klein-Altendorf. Und hat nicht verstanden, warum alle im Raum lachen. Und dann haben wir uns gefragt, wie das wohl entstanden ist. Und das war, glaube ich, einfach so ein Bus von der Kaffeefahrt, der liegen geblieben ist. Und der Busfahrer war noch einigermaßen gut zu Fuß. So, und dann saßen da die 12 Senioren und Seniorinnen in den Heizdecken gehüllt und haben überlegt, so, wir sind nicht jung, wir sind wenig, ja. Wie nennen wir den Bums? So. Und so war Klein-Altendorf geboren. Wir haben einen Song mitgebracht, in dem wir versucht haben, die Zeit, die wir auf dem Dorf verbringen durften, zu verarbeiten. Aufgewachsen zwischen Feldern und Wald, groß geworden gleich den Kälbern im Stall, wohlbehütet heile Welt überall, fern von Sex, Drogen, Knast und RTL2. Hier geht's jeden Morgen in die Schule per Rad und einmal im Monat mit dem Zug in die Stadt. Für das Schnapskaufen steht der große Bruder parat. Hier, wo man noch T-Shirts aus Kuhleder hat, ja, ich hab zwar ein Handy, aber niemals Empfang. Das ist auch nicht so wichtig, nur deine Mutter ruft dich an. Zwei Dosen mit einer Kordel zu den Nachbarn gespannt, denn meine besten Freunde wohnen direkt nebenan. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs. Und ich muss hier nicht fort, denn ich hab es geschafft. Einen Stammplatz in der Kneipe, wo ich anschreiben kann. Mein Bäcker fragt wie immer, mein Friseur kennt meinen Namen. Und nichts auf der Welt fehlt mir zu meinem Glück. Auf der Straße grüß ich Omas. Und sie grüßen zurück. So, das ist mitunter das Krasseste, was dir auf dem Dorf passieren kann. Wenn die Omas von sich zurückgrüßen, bist du Teil der Herde. Ob du das willst oder nicht, das ist der Ritterschlag des kleinen Mannes. Die Ghettofaust des Agrarwirten. Willkommen auf dem Dorf. Halleluja. Du pennst bis um 4 und tanzt dann bis in die Puppen. Mir reicht's zum Feierabend, Bier, einen ARD-Film zu gucken. Denn wenn der Hahn morgens kräht, dann ist der Schlaf nicht von Dauer. Mit beiden Händen voll zu tun. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Mein Kleidungsstil ist Retro, das steht außer Frage, weil ich seit Jahren die Klamotten der Geschwister auftrage. Ich hab zwar nur Schwestern, doch enge Hosen sind Trend. Die Marken sind egal, Hauptsache der Trecker ist von Fendt. Ich bin der Don dieses Dorfes, ich bin der Kaiser des Kaffs. Und ich muss hier nicht fort, denn ich hab es geschafft. Ein Stammplatz in der Kneipe, wo ich anschreiben kann. Mein Bäcker fragt wie immer, mein Friseur kennt meinen Namen. Und nichts auf der Welt fehlt mir zu meinem Glück. Ich hub nem Girl aus meinem Fan zu. Und sie rennt nicht gleich weg. Das ist leider auf dem Dorf auch relativ schwierig, weil es dann nicht so viele Frauen gibt, mit denen man nicht verwandt ist. Deshalb ein persönlicher Tipp an dieser Stelle.
Erst gucken und dann hupen. Die Welt ist hier noch einfach. Der Horizont ist sehr klein. Der Bus hält hier nur sonntags. Aber niemals steigt wer ein. Denn wir sind doch alle glücklich zwischen Gerste und Mais. Vorausgesetzt, man ist katholisch, hetero und weiß. Ich bin der Don dieses Dorfes. Ich bin der Kaiser des Kaffs. Und ich will hier nicht fort, denn ich hab's nicht gerafft. Ein Stammplatz in der Kneipe, wo ich anschreiben kann. Ein Bäcker, der was fragt. Ein Friseur mit meinem Namen. Vielleicht fehlt mir die Welt zu meinem Glück. Doch wer soll's mir erzählen? Es kam keiner zurück. Vielen Dank, einen schönen Abend. Das Lumpenpark! Das Lumpenpark.